Salve, ich freue mich, dass sich so viele Menschen für diese digitalen Exerzitien in der Fastenzeit interessieren. Ich bin ganz überrascht. In diesem Video möchte ich kurz zeigen, ja, bevor wir zu diesen fünf Punkten übergehen, die ich gestern genannt habe, von Lectio, Meditatio, Ratio, Contemplatio und Actio, wie wir uns zuerst vorbereiten. Das heißt, bevor ich ein Video mache zu diesen fünf Punkten, wo wir dann ganz konkret zur geistlichen Lesung kommen, möchte ich ganz kurz etwas zeigen, auf etwas aufmerksam machen, und zwar anhand einer Karikatur. Schauen wir mal diesen jungen Menschen an. Sagen wir, das ist nun der Ursus, gell? Vielleicht schaut niemand zu, der Ursus heißt deswegen nämlich ein Name, der etwas selten ist. Also Ursus geht jetzt zur Arbeit und er freut sich unglaublich, dass er endlich arbeiten gehen kann. Er ist gerade aufgestanden und voller Elan steigt er dann in sein Auto und fährt los zu dieser Baustelle, wo er nun eben arbeiten soll. Ganz glücklich, wie wir sehen. Er ist am Lachen, er sieht dann schon von Weitem dieses Haus, geht da in dieses Haus hinein und betritt nun eben die Baustelle, wo er nun arbeiten soll. Nun dort angekommen, kommt ihm nun in den Sinn, na, was soll ich jetzt tun? Ich kann ja meine Arbeit gar nicht ausführen, weil ich habe ja all mein Werkzeug und alles eigentlich zu Hause vergessen. Was soll ich denn da machen? Nun stehe ich dumm da vor dem Bauherrn. Ich bin extra gekommen und stehe jetzt da ohne das Werkzeug. Was mache ich nun? Und dann kommt ihm gleichsam, ja, ein Licht geht ihm auf, ein Insight. Also plötzlich kommt ihm in den Sinn, ja, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Ich tue einfach so, als ob. Er nimmt also eine Leiter, geht von A nach B hin und her und tut ganz beschäftigt, so dass der Bauherr meint, ah, ich habe jetzt da einen guten Arbeiter und er ist ja so fleißig. Nun, komische Geschichte, was hat das zu tun mit unserem geistlichen Leben? Vielleicht geht der Ursus nachher bei der Mittagspause ins Restaurant und isst Mittag und erzählt, wie viel er gearbeitet hat, und tatsächlich hat er ja den ganzen Tag was getan, aber eigentlich hat er nicht das Wesentliche getan, er hat nämlich nur so getan, als ob. Nun, das Gleiche kann uns eben auch im geistlichen Leben passieren, dass wir, und das ist das Schwierige, den Willen Gottes mit unserem eigenen Willen vertauschen. Dass wir also uns Zeit nehmen zur geistlichen Lesung, dass wir sagen, ja, heute bist du aber gut gewesen, Ursus, heute hast du dir die Zeit genommen, um die Heilige Schrift zu betrachten, und ja, du bist ganz toll, und wir sind eigentlich letztendlich nur um uns herum gekreist. Aber wir haben uns nicht berühren lassen vom Wort Gottes. Hätte der Ursus, als er zu Hause gewesen ist oder in der Werkstatt, überlegt, was tue ich denn heute, auf welche Baustelle gehe ich denn heute, was habe ich da zu tun? Und wenn er dann das notwendige Werkzeug eingepackt hätte, dann hätte er dort auch wirklich seine Arbeit tun können und er hätte nicht einfach so tun müssen, als ob zum Schein. Also auch im geistlichen Leben müssen wir uns vorbereiten. Die Vorbereitung zum Gebet oder auch zur Heiligen Schrift, wenn wir sie meditieren, macht mindestens die Hälfte aus vom Gewinn, den wir dann haben, von den Früchten, die wir ernten werden. Also wichtig, nicht einfach drauf losstürmen und jetzt Lectio Divina und ja, weiß auch nicht, was ich tue jetzt was, weil die Gefahr wirklich sein kann, dass wir dem Wesentlichen, nämlich Christus, Jesus Christus, ausweichen. Ich habe gesagt, ich mache digitale Exerzitien und das Evangelium steht dann auf dem Handy. Auf meinem kann man das nicht machen, aber ist gleich. Ich bedauere es nicht besonders. Jedenfalls, dass ich dann das auf YouTube sende und ihr das Evangelium dann auf dem Handy anschauen könnt. Das ist gut, dass ihr es nicht vergesst, weil oftmals passiert es uns, wir gehen zur Heiligen Messe, wir hören das Evangelium und zwei Minuten nachher denken wir, was hat er jetzt überhaupt gesagt? Wir wissen es nicht. Wenn wir uns um das Geistliche, um das Gute, um Jesus Christus bemühen, kommt es oft vor, dass wir uns nicht konzentrieren können, dass unsere Gedanken wegschweifen. Deswegen umso wichtiger, dass wir uns vorbereiten. Also jeden Tag nicht nur auf dem Handy den Text anschauen, sondern nehmt auch eine Bibel. Das ist so wichtig, weil da können wir den Text auch anfassen. Wir glauben ja, dass Jesus Christus, das Wort, im Griechischen heißt es der Logos, im Leib der Gottesmutter Maria, Fleisch angenommen hat. Und wirklich Fleisch, in allem uns gleich außer der Sünde. Also wir sollen schon auch die Heilige Schrift ganz praktisch in die Hände nehmen.
Also schlagt das jeweilige Sonntagsevangelium auch wirklich auf zu Hause. Nehmt eine heilige Schrift, die euch passt. Ich habe diese Herr der Bibel, die passt mir sehr gut, eine gute Übersetzung. Die ist wirklich für meine, ja, so wie ich es sehe, eine wirklich gute Bibel, die mir sehr hilft. Und nehmt die. Tut sie schön irgendwo her. Ich habe da dieses Pult. Legt sie nicht einfach irgendwo bei den Kochtöpfen her oder weiß ich nicht wo, sondern einen würdigen Platz. Es ist das heilige Wort Gottes. Wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, ist wesentlich auch für unser geistliches Leben. Also immer auch die Heilige Schrift aufschlagen. Und dann nehmt auch Zeit für die geistliche Lesung, und zwar jeden Tag mindestens 12 Minuten. Weil 2 Minuten braucht ihr schon, dass ihr einigermaßen still werdet, und dann sind noch 10 Minuten. Besser wäre, wenn ihr es einrichten könnt, sogar 15, 20 Minuten, aber wenigstens 12. Jetzt werden einige sagen, ja, 40 Tage mal 12, 480, 8 Stunden sollte ich mir für diese komischen Exerzitien und so weiter. Ja, aber was tun wir? Schau, wie oft gehen wir ins Internet, wollen vielleicht etwas Gutes, Nützliches anschauen, und dann vertun wir uns, klicken da und da hin, und plötzlich gehen 25, 30 Minuten hin, ohne dass wir irgendwas Gescheites getan haben. Dann geht es uns wie dem Ursus eigentlich auf der Baustelle, der nur hin und her geht, aber nichts Gescheites tun. Also es ist nicht besonders viel. Und der heilige Benedikt, mein Ordensvater, der diese Regel verfasst hat, sagt seinen Mönchen tatsächlich, dass sie die geistliche Lesung morgens machen sollen, in der Früh. Er hat sie am 5. Jahrhundert verfasst. Damals war ja vor allem die Feldarbeit. Und die Feldarbeit, wenn die Sonne scheint, wie heute, heute scheint die Sonne, dann war es natürlich heiß. Und es wäre natürlich angenehmer gewesen, in der Früh auf dem Feld zu arbeiten. Aber der heilige Benedikt sagt, nein, diese Zeit gerade, die beste Zeit, widmet sie der Heiligen Schrift. Also wichtig ist, dass ihr auch nicht eine Randzeit nehmt vor dem Schlafengehen oder wenn ich irgendwie gleich nach dem Essen, wenn der Magen ganz voll ist und durchblutet ist und ich kein Blut mehr habe im Kopf, um nachzudenken. Nehmt eine gute Zeit, wichtig, also mindestens 12 Minuten, eine Zeit, die wertvoll ist, denn ihr schenkt die Zeit Gott. Dann wählt einen Ort aus, einen Ort, wo ihr immer diese geistliche Lesung macht, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr wisst, wenn ich da hingehe, dann gehe ich hin zum Gebet, zur Lesung. Schaut, dass ihr dort auch ein religiöses Symbol habt, eine Ikone der Gottesmutter Maria oder ein Kreuz. Gut, oder dann auch eine Kerze, die ihr anzünden könnt. Und dann schaut auf die Stille, dann schaltet das Handy aus, dass ihr nicht gestört werdet. Das ist wichtig. Wir brauchen die Ruhe, wir brauchen die Stille, um Gottes Wort zu hören. Und dann könnt ihr anfangen eben mit der Lectio Divina, so wie ich es euch im nächsten Video zeigen werde mit diesen 5 Punkten. Der letzte Punkt ist die Aktion, wo uns gleichsam der Heilige Geist zeigen soll, was wir denn tun sollen, aber nicht umgekehrt anfangen, also nicht umgekehrt mit der Aktion, indem ich einfach lauf los, springe, die Heilige Schrift nehme und irgendwas tue, weil eben dann die Möglichkeit ist, dass wir den Eigenwillen mit dem Willen Gottes, ja, vertauschen. Es gibt eben einen guten und einen schlechten Eifer, sagt der heilige Benedikt in seiner Regel. Also nicht, wenn ich einfach angetrieben werde, heißt das, dass mich sofort immer auch der Heilige Geist antreibt. Das muss nicht sein. Es muss auch nicht sein, dass wenn ich mich wohlfühle, dass das ein sicheres Zeichen ist, dass Gott nun mit mir ist. Viele Mystiker haben gerade das Gegenteil erlebt. Also wenn man sich auf Gott einlässt, wenn man Gott sucht, wie der heilige Benedikt sagt, dann also nicht so sehr auf unsere Gefühle schauen, nicht einfach kopflos handeln, sondern eben still werden, hören. Wir sollen versuchen zu hören und den Verstand natürlich nicht ausklinken. Also wir wollen ja keine Gehirnwäsche, sondern wir wollen uns von Gottes Wort, vom Heiligen Geist führen lassen in diesen 40 Tagen. Also soweit als Vorbereitung. Im nächsten Video dann diese 5 Punkte, wie wir dann ganz konkret werden. Aber nicht vergessen, die Vorbereitung ist wichtig. Nehmt euch Zeit und nehmt euch eine gute Zeit, denn die Zeit ist die Zeit, die ihr Gott schenkt. Und Gott schenkt man nicht irgendwas, sondern man schenkt Gott etwas, das wertvoll ist. Ja, sogar ein Opfer natürlich. Und dann werden wir auch die Früchte ernten können.